Jetzt haben sie was zu gucken hier, ne? Ja, hier links. Keine Ahnung, was da ist. Fußballgolf. Ja, die haben unter anderem zu kommen. Das ist aber wenig heute. Ich höre Musik. Sind da hinten vorne Bällebüchchen dabei? Nein. Also jetzt kommt der ewige Zubringer. Der Pinsel ist da drin. Ja. Wenn das der Plan ist, loszufahren, dann schon. Alle, die jetzt gerade an einem Fahrrad stehen, möchten bitte einmal die Klingel testen. Funktioniert eure Klingel? Sehr gut, sehr gut. Das ist immer wichtig, sicher unterwegs zu sein. Wir treffen uns heute hier zum 9. Tempelmarkt. Organisiert von Aufbruch Fahrrad Dortmund, um nett miteinander Fahrrad zu fahren. Wir wollen zusammen den frischen Fahrtwind auf der Nase spüren und ein kleines Abenteuer erleben. Und wir halten uns auch nicht von dem Regen ab. Und wir wollen uns sicher fühlen, denn die Polizei passt heute auf, dass die Autos uns nicht zu nahe kommen können. An allen anderen Tagen müssen wir selbst sehr gut aufpassen. Und das liegt auch daran, dass es in Dortmund viel zu wenig gute Radwege gibt. Es gibt Pläne für bessere Radwege, aber die Umsetzung verzögert sich um Jahre. Wer darauf wartet, auf dem RS1 schnell durch die Stadt zu radeln, der wartet lange. Und die Saarlandstraße, die jeden Tag von vielen Autos befahren wird, soll nach dem Umbau weniger Platz für Fahrräder haben als vorher. Was wir eigentlich brauchen, sind getrennte Wege für uns Radfahrende. Und was wir bekommen, sind Straßen, auf denen wir uns zwischen fahrenden Autos durchschlängeln müssen. Darum fahren wir gleich auf der Saarlandstraße, um zu zeigen, wir brauchen unsere eigenen Wege, damit wir uns sicher fühlen. Aus der Dortmunder Politik hört man aus allen Ecken viele tolle Ideen und Versprechen zum Radverkehr. Leider werden die Versprechen aber selten eingelöst. Dinge zu versprechen ist einfach und kostet nichts. Wirklich etwas zu tun, kostet Mut und davon haben wir in Dortmund nicht genug. Paris war mutig und deshalb wird dort mittlerweile mehr mit dem Rad gefahren als mit dem Auto. In Dortmund kann man so etwas nur im Traum erleben. Aber nicht nur der langsame Bau der geplanten Radwege ist ein Problem,
sondern auch, dass die Pläne vorne und hinten nicht ausreichen. Selbst wenn wir heute über den fertigen RS1 rollen könnten, würden wir trotzdem nicht an unser Ziel kommen, denn an der nächsten Ecke müssen wir uns wieder die Straße mit den Autos teilen. Und dann wird es wieder gefährlich. Dortmund fehlt der Mut, wirklich gute Radwege zu bauen. Die Stadt hat ein Schneckentempo eingelegt, damit ja niemand verärgert sein könnte. Aber neue Radwege oder weniger Parkplätze. Aber genau diese Geschwindigkeit ist das Problem. Ihr kennt doch sicherlich, wenn ihr euch aus Versehen wehgetan habt und ein Pflaster braucht. Wenn die Wunde verheilt ist, entfernt ihr das Pflaster. Und das fühlt sich ein bisschen unangenehm an. Also lasst ihr euch super viel Zeit beim Abreißen. Und das Ziepen und das Pieksen auf der Haut dauert viel länger als notwendig. Mit den Dortmunder Radwegen ist es wie mit dem Pflaster. Die Straßen umzubauen und dem Auto ein wenig Platz wegzunehmen, ist ein wenig unangenehm. Also macht die Stadt langsam und damit alles noch viel schlimmer. Was wir brauchen, ist eine Stadt, die endlich ein paar Gänge hochschaltet und das Pflaster mit einem Ruck abreißt. Darum sind wir heute hier und das wollen wir heute auf der Straße einfordern. Nass geworden. Jetzt gibt es noch ein paar Hinweise von mir. Also zum einen werden wir heute Fotos machen und diese auf unserer Webseite und in den sozialen Medien veröffentlichen. Wenn ihr das nicht wollt, dann sagt bitte den Leuten, die Fotos machen, Bescheid und dann werden die keine Fotos von euch machen. Wenn ihr die Fotos sehen wollt und wenn ihr auch an die nächste Pilgrimage erinnert werden wollt, dann folgt uns doch auf den sozialen Medien. Wir sind auf Facebook, Instagram und was jetzt X heißt und früher Twitter war. Ich möchte hier an dieser Stelle auch noch Danke sagen. Danke an Audio Kitchen. Danke an die Naturfreunde Nord für diese super Unterstützung beim Audio. Danke an Hans Blücher für seine musikalische Untermalung, die ihr gleich noch hören werdet. Danke an die Ordnerinnen und Ordner. Danke an die Menschen, die Fotos machen. Und danke an alle, die beim Verteilen von Flyern und Plakaten geholfen haben. Und nicht zuletzt natürlich die Menschen, die mitorganisiert haben. Wir werden immer wieder gefragt, ob wir auch Flyer, Plakate und Aufkleber im Vorhinein verteilen, damit ihr sie in der Kita, Schule oder Nachbarschaft verteilen könnt. Also wenn ihr Flyer oder Plakate haben möchtet und die verteilen könnt, dann meldet euch doch gerne bei den Menschen in den Ordnerwesten und wir melden uns dann bei der E-Mail bei euch. So, das sind jetzt fast alle Hinweise gewesen. Jetzt gibt es von mir noch die Auflagen und danach werden wir noch zusammen ein bisschen singen. Also, die Auflage, die eine, die wir haben, ist, wenn ihr Plakate, Banner, Fahnen habt, dann müsst ihr die während des Aufzugs entweder verstauen oder so anbringen, dass sie während der Fahrt nicht herabfallen. Die sind so zu befestigen, dass keine anderen Versammlungs- und Verkehrsteilnehmenden behindert werden. Jetzt kommt meine Rede vertont als Ergänzung zu deiner. Ne? Dortmund 24, wir stehen immer noch da und warten seit vielen Jahren auf den Umbau der Straßen. Die Stadt voller Autos, voller Lärm und Verkehr und dazwischen kaum Platz, es werden immer noch mehr. Ich war neulich in Münster, sofort fasziniert. 1000 Räder, alle fröhlich und hier ist es gefühlt noch wie damals. Ja, das Auto regiert den Verkehr unserer Straßen. Ey, ich werd's nicht kapieren. Ich werd's nicht kapieren. Kebekenes für sichere Straßen, Kebekenes, wir sind dabei. Kebekenes, viele Kinder auf Rädern, bist du bereit? Das Kopenhagen Westfalens hieß es irgendwann mal. Wollten wir werden, ja, das wäre genial. Mehr Lebensqualität und entspannte Gesichter auf den Straßen der Stadt. Eine schöne Geschichte.
Ich träume von Wegen mit richtig viel Platz, so dass jeder Mensch sicher ist. Alle geben Acht und fahren gelassen auf dem Weg zum Ziel. Gemeinsam unterwegs, komm, macht alles mobil. Dortmund, komm, macht alles mobil. Critical-ness für sichere Straßen. Critical-ness, wir sind dabei. Critical-ness für die Kinder auf Rädern. Bist du bereit? Politik und Verwaltung, bitte hört euch das an. Ich weiß, es ist schwer, aber ihr seid jetzt dran. Auch mit wenig Personal lässt sich etwas bewegen. Werdet agil, wir brauchen Taten und kein Reden. Mut zur Entscheidung und Jahr für Jahr ein paar Prozent mehr und allen wird klar. Es ist besser für die Stadt, wenn wir jetzt etwas tun. Für eine Zukunft, die schöner wird. Was sagt ihr dazu? Was sagt ihr dazu? Hey, was sagt ihr dazu? Critical Mass für sichere Straßen. Critical Mass, wir sind dabei. Critical-ness, Kinder auf Rädern, bist du bereit? Critical-ness, Familie und Freunde. Critical-ness, wir sind im Flow. Critical-ness, für ein freundliches Dortmund. Thank you.
Oh, thank you.